So, an dem wären wir mal jetzt einfach vorbei. Mal kurz nochmal. Schutzschild. Ein ganz schönes Labyrinth, muss ich hier sagen, Leute. Na nun stirb doch mal. Der ist doch vorhin gestorben, Alter. So, dann machen wir es halt anders. So. Meine Güte. Oha. Braucht aber ganz schön viel, mein Lieber. So. Ach, hier geht's lang, alles klar. Das Spiel ist größer als manches Games. Ja, das stimmt schon. Das ist korrekt. So, hier haben wir nur noch. So, okay, wir müssen. Wo muss ich denn hin? So, wir sind da rausgekommen. Hoppala. Hier war ich noch nicht. Hier war ich noch nicht. So. Ne, hier war ich wirklich noch nicht. So, wir werden auch einfach mal an die Leute vorbeigehen. Da-da-da-da. Nee. Du, geh mal weg. Einfach mal durchgerannt hier. Hey, Victus! So, da ist der Ausgang, glaube ich mal. Hoffe ich doch mal. Weil es weniger Pixel gibt, denke viele, das Spiel klein ist. Ja, ist durchaus möglich. Ich sag mal, früher so hat er ein Spiel. Sind das für welche? Das sind ja lila, ne? So. Aber ich denke mir, wir sind auf alle Fälle irgendwie richtig hier. Also ich glaube schon, dass wir hier richtig sind. Was anderes kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen. So, jetzt muss ich aber auch mal irgendwas anderes nehmen, Leute. Ich kann nicht andauernd meine Magie verballern. Ich weiß nämlich nicht. So, weg damit. Ich habe alle Zelda-Teile gespielt, außer BOTW. Das habe ich sogar nur mal angespielt gehabt, dieses Game. Ist doch das Neue gewesen, ne? Das für, wie hieß es denn? Was für die Switch, ne? Oder für die U? Für die Switch? Ich weiß es gar nicht mehr. Hey! Ist aber nicht nett. So, drei von den Teilen und dann. Ja, ich mach die Steine halt kaputt, weil da immer was hinter ist, ne? Um halt diese ganzen. Ich weiß gar nicht, was mit den Kristallen hier los ist. Na, komm her hier. Ah ne, wir haben volles Blut, darum geht's auch nicht. Hey, Victus! Ganz ruhig, Junge, ganz ruhig. Ganz ruhig. Nochmal geschafft. Nochmal geschafft, Leute. Nochmal geschafft. Ja, so. Ja, die Dinger sind eigentlich richtig gut, ne? Chaos-Klingen heißen die, glaube ich. Damit kann man eigentlich schön Schaden machen. Oh, da hinten ist Magie-Upgrade. Was weit ist? Ein Fall, Fall, Fall! Was? Warte mal kurz. Bilder gibt es auch für die Wii U, aber Nintendo sagt, dass das neue Game ist in Switch. Ja, also doch, ist doch das, was ich meinte. Dann ist es doch das, was ich meinte.
Ja, das hatte ich mal angezockt. Das hatte ich mal angezockt. War eigentlich ganz witzig. Aber ich glaube, das ist wieder so ein Open-World-Ding. Und ja, es wird wahrscheinlich ordentlich an Zeit fressen, ne, dieses Game. So, okay, dann haben wir hier das aufgemacht. Theoretisch können wir jetzt nämlich hier runter. Können nämlich den Hebel betätigen? Nee, doch nicht. Wo geht's denn hier lang? Ach so, jetzt. Ah, okay, jetzt können wir nämlich hier rein, oder? Oh, was ist das denn? Uiuiui. Uiuiui. Junge, was war das denn? Sah aus wie Höllenbrut. Die Hölle. So, ab geht's zum nächsten. So, das haben wir. Ja, jetzt sehe ich natürlich nicht, was da unten ist. Wir könnten aber rüberspringen. Ich bin Kirby. Kirby, Alter. Ah ne, hier waren wir auch schon mal, ne? Stimmt, hier waren wir auch schon. Hier waren wir auch schon. Da unten waren wir schon, das habe ich schon mal gesehen. Schnauze. So, da ist wieder ein Upgrade. Hey. So, was? Ulti ist sogar gleich lang, sagte mein Onkel. Das gleiche wie Majora's Mask, Ocarina of Time, Majora's Mask und Beto, wir sind Open World, sind alle gleich lang. Ah, ich glaube aber, das neue Zelda, das BOTW, das wird auf alle Fälle viel, viel länger sein. Ich habe letztens mal ein Video gesehen, da ist einer nur gelaufen von einer Seite zur anderen Seite und das hat, glaube ich, über eine Stunde gedauert. Also ich glaube nicht, dass das nur kurz ist. Vielleicht von der Spieldauer her vielleicht. Aber von der Open World ist es schon, denke ich, sehr groß. Nicht zu vergleichen mit einem Nintendo 64 Spiel, das muss man halt sagen. Ne? Also ein Nintendo 64 Spiel, da ist die Karte total klein oder das Spiel total kurz. Klar, gibt's auch. Aber so Open World. Vergleicht mal heute ein GTA 5 mit der Open World, also mit der Karte. Vergleicht mal das heute mit GTA 3. Das kann man nicht vergleichen. Ja, GTA 5 ist so riesig. So, okay, jetzt... Ah, wir sind fast da, ne? Mal sehen, was er zu sagen hat. Jetzt hört ihr auch mal die deutsche Stimme von Kain. Dieser Abschnitt erregte meine Aufmerksamkeit. Dieser Abschnitt. Und in diesen düsteren Zeiten, in denen die Untoten wüteten, schuf der Kreis der Sarafan, die in ihrer Treue zu den Schöpfern die Untoten auslöschten. Sie errangen viele Siege unter der Führung des rechtschaffenen Vasallen Malek, des Beschützers der Säule des Konflikts. Sie radierten die Vampire mit Feuer aus und entließen deren Seelen in gesegnetere Reiche. Nichts kann dem Zorn der Rechtschaffenen gleichkommen. Ich hatte genug gelesen. Ich hatte genug gelesen. Angewidert und fasziniert legte ich das Buch nieder. Ja, Malik wird unser Endgegner sein. So viel kann ich euch schon mal auf alle Fälle versprechen. Die Klinge noch voller Blut. Oh. Malik ist nämlich einer der Vasallen und einer der Zarafanen. Das Metall glänzte im Sonnenlicht. Das Wappen, das ich nicht erkannte. Ja, ist ja nicht so schlimm. Und der wird einer der Endgegner sein. Merkwürdig. Diese Rüstung sah aus wie die des Wächters und seiner Schergen. Der Stahl schien ziemlich neu und von der Zeit unberührt. Alles mit einem Zauber versehen. Das Wappen aus meiner Jugend. Es ist das Siegel des mächtigen Löwen von Willendorf auf diesem Schild. Blutbefleckt und von Rost befallen. So, dann wollen wir mal weiter. Eine Geschichte. Also wie gesagt, das ist die deutsche Synchronisation. Es gibt eine Cutscene. Nice. Ach, das ist ja Mobius. Der Sack. Antworten in der Tat,
der uns später immer wieder verrät. Alle, wenn ihr die Fragen stellt, welche Fragen gehören zu diesen Antworten? König Otto, ja klar, wenn man klein ist, ist das riesengroß, ja. König Ottmar ist wegen der Krankheit der Prinzessin wie gelähmt. König Ottmar, der Nutzlose. Werter Herr, welches sind die Fragen? Schluss mit den Tricks und dem Gefasel, alter Mann. Beantworte mir folgende Frage. Wer ist Malek und wie kann ich ihn besiegen? Wenn man erwachsen ist, ja, okay. Ja, klar. Es wird alles ein bisschen kleiner, wenn man größer wird, ne? Und älter. Hat alles so den Glanz, vieles Glanz hat es verloren, ne, in der Zeit. Da, das ist halt leider einfach so. Da kann man nichts machen. So, da ist Malek. Und der letzte der Sarafan-Priester und Zauberer. Seine Eitelkeit hat zum Niedermetzeln des Kreises durch den Vampir Forador geführt. Aufgrund dieses Versagens ist sein Geist mit einer höllischen, magischen Rüstung verschmolzen. Seitdem ist kein Mitglied des Kreises ausgelöscht worden. Was ist mit diesem Forador? Folgt dem Schein Vorador. Da müssen wir auch noch hin. Vorador. Ignis Fatuus? Das Feuer Ignis Fatuus erleuchtet den Weg zur Hölle, Adliger. Euren Weg. Zeit kein. Nächstes Mal. Ja. Später auch noch bei Soria und so weiter. Das wird noch sehr böse enden für uns. Aber wir wissen jetzt Bescheid. Malek ist deswegen unsterblich, weil er in so einen Geist in die Rüstung als, ja, also der wurde halt in die Rüstung gebannt als Geist. Und das ist das Problem, was wir haben. So, was haben wir hier? Mit diesem Zauber kann ich meine Gegner aufhalten. Sie sind in der Zeit gefangen und können deshalb nichts gegen ihr Schicksal tun. Ah, aber das Spiel macht mich immer unerwartet. Spanner mit Fühlen, krass. Macht dann, denke mal, mit stärker werden. Ja, wenn man ein Spiel richtig gut feiert oder wenn man ein Spiel wirklich mag, dann geht man auch ganz anders an die Sache ran. Ne? Aber wenn man jetzt ein Spiel einfach nur so spielen möchte, da hat man nicht so viel Enthusiasmus, sag ich mal. Aber es ist ja gar nicht schlimm. Jeder hat so sein Lieblingsspiel, ne? Ich sag mal hier, Soul River ist auch nicht mein Lieblingsspiel. Mein Lieblingsspiel ist mehr so, Okay, warte mal. Wir werden mal. Nee, das ist nicht. Das wollte ich nicht machen. Ich werde mal das Schwert nehmen. So. Ja, und da sind die ganzen Links. Links seht ihr die ganzen Heulen. Da sieht er die ganzen Säulen. Die müssen wir alle noch umkrempeln. Also quasi die Besitzer müssen wir dort töten. Hey, Victor! Oh, lass mich mal hier rein. Danke sehr. Ah, super. Wie das sich anhört, ne? Es sind eigentlich nur irgendwelche Tropfen oder sowas, aber da wird, kann ich die schon wegschieben? Nee, kann ich nicht. Kann ich die wegschieben? Oh, ich kann die, silbernen jetzt wegschieben. Das ist gut, weil nämlich unten in meiner Kammer gibt es nämlich noch ein kleines Rätsel mit diesen Sachen. Oh. Ich muss ein bisschen aufpassen langsam. So, da ist wieder ein Speicherpunkt, aber ich glaube, diesmal brauchen wir nicht speichern. Wir sind ja noch gar nicht so weit gekommen vom letzten. Von daher lassen wir es mal. Wenn man alle Dungeon besiegt, wird, und das ist mein zweites bestes Game in aller Zeit, mein Top 1. Top 1 ist Mario 64, habe ich auch von 100% gespielt. Also 3D All-Stars. Super Mario 64 war auch eins meiner ersten Spiele fürs N64 damals. Und ich habe es auch durchgespielt, ich habe aber nicht alle Sterne gesammelt. Das war mir doch dann zu anstrengend. Und ja, damals gab es auch noch keine. Achso, hier müssen wir wieder unsere Axt nehmen. Das ist ein bisschen blöd gemacht, finde ich, dass man immer
wechseln muss. Schade. Naja. Es zerstört ein bisschen den Spielfluss, muss ich sagen, wenn man immer wieder rauswechseln muss. Ach so, wenn. Ach, stimmt ja. Wenn ich die Axt habe, kann ich ja gar nichts machen. Stimmt ja. So, Temmos Dungeon. Wo muss ich denn überhaupt hin, Leute? Ich gehe erstmal hier lang. So, ihr könnt mich mal alle reinhauen. Ich muss, glaube ich, zu Vorador, möchte ich meinen. Wir können ja nochmal auf der Weltkarte gucken, wo wir denn hin müssen. Ah, sag ich doch. Wir müssen zu Vorador's Anwesen. Sag ich doch. Ich weiß jetzt aber nicht, ob wir durch den Wald müssen. Oder ob wir links rum müssen, ne? Ich habe sogar einige M64 Speedruns gegeben. Machst du eigentlich generell immer Speedruns? Oder ist das so... Ah, okay, hier geht es nicht mal weiter. Gut, hat sich auch erledigt. Ja, kann ich mal reinschauen. Ich habe gesehen, dass du bei Discord einiges geschickt hast. So, gut, weiter geht's. Also müssen wir doch durch den Wald. Okay, wir versuchen uns natürlich hier durchzuschmuggeln. Kopenhagen. Was ist das hier? Utschenheim. Ah, guck mal, hier gibt's ein... Hier kann man rein, Alter. Das ist ein Turm. Das ist ein Turm. Oh, was ist das denn? Nebel. Das ist gut. Das ist gut. Ist man gegen physische Waffen, Schwert und Klaue immun. Ja. Verschlossene Türen und Spalten können problemlos überwunden werden. Ja, ja. Als Nebel kann man sich wie ein vor Licht fliehender Schatten fortbewegen. Nebel ist richtig gut. So, jetzt muss ich aber die Axt wieder wechseln, weil wir können mit der Axt können wir keinen Zauber bewirken. Darum nehmen wir das wieder, das Schwert. Und Zauber müssen wir natürlich auch erstmal reinnehmen. Ach, das ist eine Gestalt. Okay, das ist eine Gestalt. Ja, ja, das ist eine Gestalt. Kein Zauber. Gut. Dann machen wir das doch erstmal. Okay, hier ist das Speichermedium wieder. Gibt es hier irgendwas zum Sammeln? Nee. Ah, die Roten kann man halt immer speichern, ne? Damals, wie gesagt, war es ja alles noch mit Memory Cards und alles. So, und hier können wir durch, indem wir halt den Rauch machen. Und dann können wir nämlich durch diese Gitter durch. So, zack, überall, wo nur so eine Gitter sind. Oh, okay, gleich gibt's Ärger. So, jetzt muss ich natürlich wieder Nebel machen. Da, so können wir nämlich auch über Wasser rüber, was auch sehr cool ist. Das ist der Rauchmodus. Den kann ja in Blood Omen 2 auch. Richtig nice. Dann kann er sich von hinten nämlich anschleichen und kann den Gegner töten. Oh, da werden wir reingesaugt. Okay, okay, okay. Das sind nämlich Ventilatoren gewesen. Theoretisch dürften sie mich eigentlich nicht treffen. Aber ich finde die besten Speedrun, die meisten Speedrun E-Spieler. So, okay, hier gibt's wieder. Oh, 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 oh. So, wir werden mal hier weiter einfach durchgehen. Okay, jetzt müssen wir ein bisschen was anderes machen. So. Das Problem ist halt, dass dieser Nebel halt immer Dings kostet, ne? Also es kostet halt immer Magie. Wir haben noch nicht so viel Magie. So, da unten geht es wahrscheinlich raus. Ah, guck mal, da ist ein
Ah ja. Okay, jetzt müssen wir halt nur gucken, wie wir dort am besten hinkommen. Cracky.